So, schwupps, da sind wir wieder. Pokémon Gelb. Dann machen wir natürlich hier wieder den Sound an. War der so? Irgendwie so. Bibi, Dankeschön, Leute. Dankeschön. Dankeschön. Weiter geht's, ne? Den ersten Orden in der Tasche begeben wir uns jetzt auf den Weg nach Azuria City. Ja. Gehen wir direkt nach rechts. Stimmt, hier hätte uns auch einer nicht durchgelassen, ne? Bevor wir nicht den ersten Orden gehabt hätten. Hast die Mütze ja immer noch an. Ja, natürlich. Hä? Klar. Hab sie nur ein bisschen, ich hab's jetzt während der Pause abgehabt. Klar. Weil sie einfach echt gedrückt hat. Und dann habe ich es jetzt ein bisschen größer gemacht. Ich denke, das passt. Ein bisschen größer gestellt, so. Ah, was starrst du mich so an? Okay. Hä? Falsche Entscheidungen dulde ich nicht. Hä? Also kein B. Okay. Kein B. Lost Button. Das ist, glaube ich, das geht, glaube ich. Das ist okay, ja? Das gab's ja auch noch. Spiel mal nebenbei Final Fantasy 7, die alte Version. Oh, wie cool. Das ist interessant. Da bin ich ja auch einmal überlegen, ob ich das vielleicht noch spielen soll. Streamen soll. Ich weiß es nicht. Das ist auch so ein Spiel. Ist jetzt auch nicht so extrem geil gealtert. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es auch hier ein bisschen Final Fantasy übernehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das originale 7 da reinhau. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Steck schon, weiß nicht, keine Ahnung. Viel Spaß auf jeden Fall bei Final Fantasy 7. So, wir 5 Minuten kein B drücken. Das ist lustig. Und Level 12. Und Doppelkick. Nice. Du bist gefährlich. Nee, Lucky ist gefährlich. Auf Leute anzustarren, dann musst du auch nicht kämpfen. Okay. Ich muss aber immer mit Sound spielen. Was? Also auf der Switch kostet es nicht so viel und die Grafik ist übelst geil. Man hat das ganze Spiel und. Danke. Ja, ich hab's ja auch auf der Switch. Ich hätt's auf der Switch. Ich hab's ja schon. Also warum eigentlich auch mal nicht? Schauen wir mal. Ich muss aber immer mit Sound spielen. Ich auch. Spiele ohne Sound? Geht ja mal gar nicht. Ich bin gefährlich, genau. Ja, du mit deinem Horn nämlich. Jetzt kannst du endlich mal den Doppelkick. Na, endlich. Ja. Scheiße. Ich habe gerade ein Menü geöffnet. Das ist schwierig. Ich hasse dich, Lucky. Ich hasse dich so sehr. Komme ich mit Start raus? Nein, natürlich nicht. Ja, ganz genau. Genau rechtzeitig mit Doppelkick können wir. Oh, wait. Ja, ne? Dachte ich mir auch so. Hey, Lucky, hättest du das nicht früher erlernen können? Ja, ich darf kein B drücken gerade. Wir kommen hier nicht raus. Ich hasse dich so sehr. Tja, ich will kurz erwähnen, dass er so schön über Bowser's Fury spielen darf. Hä? Dass der erste deutsche YouTuber Bowser's Fury spielen darf. Der erste deutsche YouTuber? Was? Meinst du Let's Play? Was? Okay. Das ist schön für ihn. Hä? Hä? Ich spiele mittlerweile mein Standard-MMO oft genug ohne Sound, weil man sich im Raid an den Musiken einfach satt gehört hat. Ja, okay, das kann ich natürlich auch verstehen. Ja. Ja gut, in MMOs und so, das ist ja, ja.
Aber sonst, nee. Bei mir, Spiele müssen Ton haben. Let's go. Ja. Tja. Oh nein, Bowser's Fury, oder? Pokémon-Musik geht tatsächlich immer. Ja, schon. Ich kann es zwar auch verstehen, wenn so das alte Gedudel hier zum Beispiel auf den Gamer-Spielen einen auf den Sack geht. Das kann nicht jeder. Aber ich finde es auch okay. Ich spiele das trotzdem nicht. Ich mag das. Ich mag die Sounds. Aber die sind natürlich sehr dudelig. Aber ja, geht sonst prinzipiell immer, ja. Darf ich dann jetzt mal wieder hier raus? Hallo? Ey, Lucky, weißt du? Danke! Weiter geht's. Ich kenne dich aus Übertania bald am Arsch. Mann, ey! Das ist ein Scheiße, Alter. Letzten Musikmix von Pokémon und Final Fantasy VII. Wie gut. Wie gut. Du bist ins Menü gegangen, nicht ich. Halt die Klappe! Ich muss den Pokémon tauschen! Manno! Ja, warst du aber selber schuld. Ja! In Minecraft warst du eigentlich genauso. Was gleich einem Mew-Glitch? Unbedingt. Absolut. Nee, meine ich nicht. Das ist unglaublich gut, was der Musiker mit 8-Bit-Gedudel gebastelt hat. Ja, schon. Schon nicht schlecht, ne? Ruckzucki, na endlich, du. Nein. Boah, wie gelb das ist. Hast du die gelesen, als du... Ach, war ich da in... Ja, egal, alles schlimm. Ach ja, alles käsig. Mann, ey. Gift schadet mir, das ist toll. Ich muss jetzt weg, wünsche euch noch was. Alles klar, Shadow Wolf, dann einen wunderschönen guten Abend dir noch. Und bis zum nächsten Mal. Tja, Gift, dies, das. Ruckzucki. Und das war's. 111, das ist eine Menge. Wechseln wir. Wurmi. Blau, das ist. Es ist voll schön. Es ist einfach schön. Es ist ein Volltreffer. Noch 14 Geschenkabos bis zum nächsten Abzeit. Was? Was? Oh, lol. Okay, krass. Level 11. Okay, Versammlung, du hast mich wieder besiegt. Jawohl, genau. Cool, tschüss. Gift. 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 Giftige Sache. Giftige Angelegenheit hier. Auch wenn Pikachu vergiftet ist, ist das ja niedlich. Ich meine, es hat eine Giftanimation dann hier drin. Okay, let's go. Heile, heile machen wir wieder zurück. Wir haben noch den ganzen Mondberg vor uns. Juhu. Du hast den Glocke drin, ne? Ja. Giftsaps, das ist aber nur das Geschenkdings dann vorne dran, oder? Wahrscheinlich. Ja. Ich mache anderen Gag und eine Freude. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr großer Support. Dafür danke ich dir auf jeden Fall sehr. Allen, die mich supporten natürlich. Ja, Wahnsinn. Wie er manchmal eskaliert. Es ist. Manchmal, ne? Ich nutze bei jedem Durchspielen den Mew-Glitch für einen VM-Sklaven. Lol. Warte, du nutzt Mew als VM-Sklave? Echt jetzt? Ja, moin. Ich hab ihn überall in Brennnesseln und ich trag Shorts. So ein Mist! Selber schuld. Ich hab den Glitch noch nie gemacht, tatsächlich. Ich möchte noch irgendwie... Kein Bedarf. Ich mach ihn nicht. Helix oder Domfossil? Ja. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr auswendig. Wenn ich sehe, dann wüsste ich es, glaube ich, wieder. Oder auch nicht.
Ich möchte Kabuto. Das war das nicht sagen. Ich glaube, Dom müsste Kabuto sein, oder? Wilde Flüche. Dom ist Kabuto Dom. Genau. Sehr gut. Ja, ich möchte Kabuto. Aber Lord Helix, aber nein, aber Rettern. Cool. Die olle Natter hier. Oh nein, Wickel. Und das hat jetzt denselben Effekt? Oh Gott. Alter, was ein Müll. Und noch ein Giftstachel hinterher. Yeah. Wusstest du, Rettern heißt rückwärts Snake. Ganz genau. Snake, Snake. Dark, du bist dran. Donnerschlag. Weg damit. Was? Aber Dark. Aber nein. Verdammt. Wir brauchen einen Ruckzuck-Hieb. Dark. So, tu doch was. Tschüss. Wäre ich heute doch nur daheim geblieben. Ja, wärst du das mal. Es ist so süß. Und weiter. Aber mein Pokémon ist tot. Aber Putt. 30. Oh nö, scheiße. Ich meine, da hinten ist ein Pokécenter, dies, das. Ach ja, okay, dann gehen wir halt wieder zurück. Hallo! Okay. Ich mag die Musik in Mamoria City. Die ist toll. Hier ist ein toller Flamestab, habe ich auch aufgenutzt. Ja, moin. Ich meine, ja, Mew erlernt ja alles, aber trotzdem, das arme Mew, ey. Yo. Na klar, ist praktisch, aber yo. Tja, okay. Ist mal was im Pokécenter? Ne? Los. Mondberg. Er schreit nach uns. Ich mag den Mondberg hier nicht. Hallo. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. Ich hab mich gerade gefragt, wo ist die Musik? So, das ist weg. Nee, ist es ja nicht. Ist der Typ normal. Hey, das ist so dämlich. Schon wieder Giftstacheln. Okay, das geht ja noch. Hätte ja sonst Gegengiftball. So ist es ja nicht. Ja, Mann, sehr gut. Level 13. Kokuna, Gibt es hier gar kein Typ Flug oder bin ich besoffen? Oder ist es jetzt nur bei Windstoß? Hä, es kann ja nicht gar kein... Ich brauche ja eigentlich nur nachschauen, oder? Da, Flug, na also. Nur Windstoß, Mittelschlag und Schnabel sind Flug. Ja, immerhin. Wie dämlich ist das aber? Fragen an den Chat, ja, so halb, ja. Aber ich hab's ja eh jetzt nachgeguckt. Soweit ich weiß, existieren Stahl und Unlicht. Ja, das sowieso. Die waren in Gen 2 neu. Stahl und Flug sind da hinzugekommen. Ja, Fee sowieso auch nicht. Das kam erst mit... XY?
Ich hasse Typ Fee. Man wusste die Typ Licht ja richtig. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Warum schaust du mich so fasziniert an? Weil ich keinen anderen... Doch, ich hätte außenrum gehen können. Weil du... Bist süß. Eine Göre. Ratfratz. Und Windstoß. Achso, Link, deine Info in Gaming, die habe ich schon längst gesehen gehabt, aber danke dir. Vielleicht hast du es sogar gesehen, weil ich es geliked hatte auf Twitter. Vielleicht hattest du es deswegen sogar in der Timeline, ich weiß es nicht, aber ich habe es schon längst gesehen gehabt. Trotzdem danke. So eine Info zwecks Crash 4 und so. Und den Stoß. Wir ballern jetzt Putt-Putt richtig hoch, Leute. Es muss sich zu Tauboga entwickeln. Es ist so eine coole Neuerung. Das sollte bei jedem Port Standard sein. Neuerung? Dass das so ausgewechselt wird und verbessert und so? Dass halt extra Dings sie sind? Das ist jetzt nicht so neu. Das müssen sie bei der Insane eigentlich auch schon teils getan haben. Und so neu dürfte das nicht sein. Aber ja, es sollte öfters sein. Ja, das ist wohl wahr. Aber es ist ganz cool, ja. Auf jeden Fall. Weil somit läuft das natürlich. Ja, ja, ich weiß, es ist längst nicht Standard. Das ist schon klar. Sollte schon. Das stimmt schon. Meistens wird einfach nur runtergeschraubt und so ein Kack. Und ja. Aber das ist ja eben das. Das ist safe wieder. Ich habe jetzt nicht geguckt, wer für den Port verantwortlich ist. Aber es ist safe dasselbe Studio, die für Doom, Crash, Insane und so und Spyro und so verantwortlich waren. Das sind bestimmt dieselben. Die wissen, wie man portet. Deswegen bin ich absolut zuversichtlich, dass Crash 4 absolut super auf der Switch läuft. Da. Ja. Ja, habe ich keine Befürchtung tatsächlich. Also. Das wird schon. Und Level 15. Ich finde es funny, wie Sephiroth in FF7 immer sagt, wo er hingeht. Oder gesagt wird, wo er sich befindet. Okay. Okay, du, keine Ahnung. Aber es ist lustig. Aber nicht zu viel über FF7 bitte verraten, weil... Wäre... Es ist... Ich hab's noch nie gespielt. Also bitte nicht zu viel spoilern oder so. Und bis später, Dark. Aber es ist geil, dass Crash 4 auf Switch kommt. Das ist sowieso geil. Du willst das Original FF7 spielen? Ja, vielleicht schon. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Vielleicht schon. Ich habe es zumindest schon mal auf der Switch. Also, aber wenn, dann wäre ich wahrscheinlich so frech und frei und würde hier und da ein bisschen die Optionen nutzen, die für, ich nenne es mal den Port, einem mitgegeben wurden. Also, Limit Power oder halt Vorspulen oder keine Random Encounter und so ein Scheiß. Aber vielleicht möchte ich es mir einfach mal anschauen. Ja, mal gucken. Dass meine Pokémon besiegt, passiert manchmal. Da ist ja noch ein Trainer. Igitt. Huch, sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht will ich dich auch einfach nur tot sehen. Pummeluff! Die Augen sind creepy irgendwo. Irgendwo süß, aber irgendwo auch creepy. Level 14. Ha! Irgendwas hat keine Wirkung, finde ich gut. Ja, dies wird jetzt gerade mit Verlaub ein bisschen problematisch. Das geht nicht auf, wir sind tot. Oh
Egal. Ja. Ja. Wie ich es gesagt habe. Schade. Naja. Dann fängst du mal wieder Pokémon, will meine Punkte verschwenden. Jetzt, hä? Einfach einsetzen. Hä? In dem Pokémon, Dingsel? Bleib mir fern. Halt nicht im Voraus so, aber in dem Kampf. Könnt ihr das doch sagen. So, das möchte ich jetzt. Ja. Warum tust du das dann? Ja, hab auf Glück gehofft. Hätte sein können, dass entweder was daneben geht oder weiß ich nicht. Ich wollte es jetzt einfach trotzdem mal machen. Warum nicht? Kopfstand. Darfst du das beim 3DS? Ist das beim 3DS drin? Ich glaube nicht. Vielleicht ist beim 3DS drin. Nö, habe ich nicht. Weiß wollte nur Punkte verschwenden. Leute, sei... Ja, okay, dann kriegst du es auch nicht zurück. Was? Okay. Aber damit bringt ihr mich nur durcheinander, Leute. Macht das bitte nicht. Ja? So wie ihr auch sonst immer Charakter benennen und so. Bitte, bitte macht das nicht einfach. Dafür sind sie nicht da. Das bringt mich nur durcheinander, den Chat, das bringt alles durcheinander. Das ist nicht so cool. Ich bin über einen Kleinstein gestolpert, ein Stein-Pokémon. Ah ja, ich dachte, das ist ein Wattebausch. Zuerst nochmal runter. Einen haben wir da noch. Was war das denn gerade? Wieso ist der hochgegangen? Hä? Hallo? Ich muss eine Pause machen. Nee, du bist kein Trainer. Stimmt. Scheiße. Egal. Jetzt gehst du da hoch. Hier ein bisschen kämpfen. Herbert, die Lockstatus. War das Herbert? Oh, Habitag. Ich mag Habitag nicht, ne? Weil du nach oben gedrückt hast. Ja, eben nicht. Das ist ja der Witz. Mit dem PS5 Controller Drift mitbekommen. Ja, schon. Wird halt Drift genannt. Ja, habe ich mitbekommen. Ist aber auch schon älter, die News. Aber ja. Schon interessant, ne? Schwupps. Wie lange braucht Putt-Putt noch? Training, dies, das, oder wie, oder was? Habitag. Dann kommt ja, was kommt danach? Lavandia, oder nachher zu, nee, doch, was, nee, Orania. Hä? Müssen wir durch den Felstunnel erst? Ja, ne, eigentlich. Oder nicht? Oder kommt Orania? Wieso weiß ich das gerade nicht? Eigentlich Orania und dann Lavandia. Ach lol, Mankey. Guten Tag. Und dann halt... Ja. Ja, okay. Ekelhaft. Level 16. Dark ist ja wieder da. Hallo, Dark. Weil der Spaß sein, ne? Bis Level 18, wenn du es entwickeln möchtest. Ja? Warum nicht? Wieso trainierst du so viel? Warum nicht? Ich möchte stark sein. Groß und stark. Hä? Wir müssen da durch, Alter. Wir machen alles kaputt. Ja? Oh, lol. Siehst du? Ja,
Menschen. Boah, geil, Gen 1 ist die beste. Alles danach war besser? Ich meine, es wahrscheinlich schlechter, oder? Gen 1 voller Bugs und undurchdachter Moves. Ist halt so. Ist so. Ich weiß gar nicht, wie viel... Also wirklich Leute, die halt Gen 1 feiern, sind halt wirklich immer Leute, die auch damit aufgewachsen sind. Also immer, wenn ich das höre, ja, ich liebe Gen 1, dann heißt es, jo, ich habe aber auch nur Gen 1 gespielt. Oder höchstens Gen 1 und dann irgendwie noch eine Edition danach oder so. So, das sind immer Nostalgiker. Gen 1 ist nicht gut. Die ist gar nicht mal so gut. Es ist einfach so. Ist okay, aber... So wie die gelobt wird, so geil ist die nicht. Dann doch eher die Remakes. Aber Spaß macht's trotzdem natürlich jetzt hier gerade. Gelb ist schnuffelig und... Ich wollte sie einfach auch mal wieder richtig gespielt haben hier mal. Aber... Gut gealtert am Arsch. Von Mechaniken und Bugs und Glitches und Scheiß. Und ich glaube, Leute haben einfach auch daran Spaß an der Gen 1, weil sie so kaputt ist, weil du da so viel... Ja, glitschen und alles kannst. Ne? Damit haben die Leute ja abnormal viel Spaß mit dem Mew-Glitch und alles. Alles. Ich glaube, das ist auch... Ich glaube, es gibt keinen, der die alte erste Gen einfach mal ganz normal durchsemmelt und sagt, boah, das war geil. Das war richtig spaßig. Gleich nochmal. Komm, die meisten spielen wegen den Glitches. Dann komm ich, wir spielen's normal. Ha! Ja. So, ich sag. Voll gegen den Strom, du. Nicht mal Randomizer, nicht mal Nassel und nicht mal irgendwas, nichts. Ganz normal. Ich meine, wir bräuchten sowieso einen Emulator. Ich spiele ja nicht emuliert sonst. Boah, wäre das eine Idee, nur die Pokémon zu nutzen, wenn die Leute im Chat sind. Das ist wirklich eine lustige Idee, aber... Ich meine, habe ich gerade so hinterkopfmäßig mit Dark gerade gemacht sogar, aber... Das wäre auch irgendwie doof. Stell dir mal vor, das sind halt wirklich Leute, die echt selten da sind, dann darf ich halt nichts nutzen. Ist halt voll blöd. Gibt mittlerweile sogar Gen 6 Randomizer. Es gibt auch in Schwert und Schild schon Randoms. Ja, doch. Ah, es gibt überall schon. Überall. Die sind überall. So, gegen Misty Dark nicht da. Ja, schlecht. Nuzlocke kann man auch... Ja, das weiß ich. Bobitag. Oh, was, du willst... Oh, zu spät. Ist kaputt. Aber ja, okay, machen wir gleich. Das war jetzt noch im Kampf, ich meine. Okay, pass auf. Das Habitag, ne, möchtest du? Okay, das ist ein Radfratz. Ein Habitag, ne? Ja, musst kurz warten. Aber ja, dann so. Im Kampf ist das okay. Weil im Kampf ist es ja jetzt so. Aber halt nicht meinen bei dem Voraus. So, pass auf. Das war jetzt ein bisschen schlecht getimt. Ich hab's genau da besiegt. Nuzlocke. Genau, Nuzlocke kann man ohne Random. Ich weiß, das geht ja auch quasi ohne Dingsel, aber das möchte ich halt auch nicht. Ich möchte die Spiele mal ganz normal durchspielen. Stopp, nicht besiegen. Oh, dieses Silberblickgeräusch. So, Item. Okay. Oh Gott, wir haben nur noch zwei. Perfekt. Mhm, ja, mhm. Kleinvogel. Dieses Pokémon kann in großer Höhe nur schwer fliegen. Dafür kann es sehr schnell fliegen. Okay. Bovitak. Na dann. Bovitak. Alles klar.
Beispiel für die Idee mit, wenn die Leute im Chat sind, das kann echt für Variationen sorgen. Ja, in der Tat. Oh, ein Sandern. Oh, ein Sandern. Ha. Ja. Spannend. Das ist interessant. Ein Sandern. Das würde ich mir jetzt fangen wollen, zumindest erstmal. Ja, das fange ich mir jetzt auch. Ja, da bin ich dabei. Und trotzdem drückt die Cap. Alter, ich bin kein Cappy-Mensch. Mhm, Sandwirbel. Wir haben einen Sandern. Maus! Der Körper dieses Pokémon ist sehr trocken. In kalten Nächten wird sein Körper von Tau überzogen. Oh, wie schön. Kein Spitzname für Sandern, doch. Und schon kommt der Spitzname raus. Okay, Rex-Ü. Ja, moin. Rex. Ah, da. Okay, Rex-Ü. Okay, sehr schön. Dann haben wir das auch im Team. Habita kommt aber raus. Aber Sandern würde ich tatsächlich vielleicht erstmal behalten. Wäre gut für Orania vor allem. Ha! Toll. Kakerzacken. Und ansonsten, ist es ansonsten auch praktisch so weit? Ich weiß es nicht. Kann man das nutzen? Ja, weiß nicht, vielleicht schon. Erstmal heilen. So. Boah, echt. Und Evoli Cap kann ich echt selten tragen. Das ist echt. Ui. Gar nicht mal so angenehm. Ja, das ist das. Wir haben keine Items mehr gerade. Jetzt müsste ich weiterziehen, oder? Wie sieht's denn aus? Achso, ja, Putt-Putt, ne? Ja, okay. Warte, macht Pikachu nicht Sachen? Sollte es jetzt nicht ein bisschen rumtapseln gleich? War da nicht? Ja, es schaut sich um. Ja, es versucht zu laufen. Genau, und es hüpft hin und her. Das ist so süß. Ja! Das ist so niedlich. Ich will auch runter. Das ist so süß. So viele Details in dem Spiel. Und dann doch so verbuggt. Idle Animation. Ach ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Ist trotzdem süß. Put, put. Ja, egal. Los geht's. Und Kratzer und Windstoß und dies und das. Auf Wiedersehen. Das war's noch nicht. Weil das macht Pikachu sonst nicht. Das macht er nur an den Stufen. Dieses Hin und Her und ein bisschen Tapseln. Hier dreht es sich eigentlich nur. Genau, hier guckt es sich so ein bisschen um. Aber es tapselt nicht. Das macht es nur bei den Stufen. Ja, sehr gut. Und im Alter nur noch Volltreffer. Er ist ja immer noch nicht Level 18. Muss Bowitag wirklich weg? Ja. Was bringen mir denn zwei Flug-Pokémon? Sieht man die Maus? Nein. Tschüss. Verdammt. Habitag.
Jetzt entwickel dich, du Schreck! Oh mein Gott! Echt jetzt? Ibitak ist besser, finde ich halt gar nicht. Ich finde Taubos besser. Ich mag Taubos. Taubos ist toll. Taubos ist der Boss, Alter. Hey, Mankey. Und ja, in Gen 1 gibt es keine Mega-Entwicklung. Das ist wirklich. Das ist richtig. Das ist wirklich lol. Tschüss, Mankey. Geh weg jetzt. Ich will ihn nicht mehr haben. Gut. Ja, sagelt sie mit, wie viel brauchst du noch? Was ist denn mit dir? Was ist denn das jetzt hier? 110. Okay, noch ein bisschen. Das kriegen wir hin. Habitok. Ich freue mich jetzt schon auf Kristall, Leute. Nochmal Kristall. Diesmal in richtig toll. Und einfach Johto-Region. Ich liebe Johto so. Das ist schön. Ja, Rasmika. Ja. So, bin ich ruhig. Neue Fußgeld. Aua, spinnst du? Yeah, Level 18. Putt-Putt entwickelt sich. Endlich. Sehr schön. Taubuga. Fantastisch. Jo, Lucky. Trainieren wir mal mit dir, oder? Ja, okay. Das heutige PogChamp. Oh, das ist interessant. Was ist das? Kenne ich aber nicht. Doppelkick. Oh ja. Trete es hart. Ja. Hornattacke. Bin im Lurk, alles klar. Tschüss. Ich glaube, ich kann jetzt einfach auch in den Mondberg gehen. Das passt schon so. Nicht besser. Ja, eben deswegen gehe ich jetzt einfach mal in den Mondberg rein auch. Trainieren wir da weiter. Da kann ich auch. Sind ja auch viele Zubat, habe ich gehört, oder? Können wir auch gut mit Dark trainieren, glaube ich. Das ist okay. Also nach Hatsuya City möchte ich heute wirklich noch. Müssen wir zu Bill hoch, bevor wir in die Arena können eigentlich nochmal? Ist das eigentlich immer Pflicht? Ist Bill immer Pflicht? Ich gehe halt immer zu ihm hoch. Ja, ja, schon, ne? Klar. Gibt ihr dir nicht auch das Ticket für MSN und so? Ich glaube, schon Pflicht, doch. Kennst du eigentlich den unsichtbaren PC? Ja, natürlich. Unten im Hotel in... Scheiße, Prismania? Prismania. Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, ja, kenne ich. Das ist nur für das Schiff Pflicht. Ja, deswegen ist es ja eigentlich quasi Pflicht. Tschüss. Genau. Rexy behalte ich erstmal, weil Boden, ganz cool. Okay. Okay. Blups und weiter. Ab in die Höhle. Oh Gott, oh, diese Farben. Oh Gott. Vorsicht, super, das ist ein Blutsoch. Alles klar. Was gibt's, meine Kumpels? Müssten gleich hier sein. Meine Kumpel, okay. Die Göre möchte kämpfen und setzt Pipi ein.
Sieht gut aus. Double Kick. Voll in die Phrase. Alter, das ist ja Level 14 einfach. Das ist gut, dass wir trainiert haben. Zumindest Tauburger. Jetzt wird weiter trainiert, aber hart. Mhm. Sehr schön. Ich hab verloren? Ja. Das hast du. Geht's dir gut? Okay. Was ist denn hier oben? Ach ja. Hallo Zubat. Sind alle komplett nutzlos. Hä, hey, hallo? Na, nicht alle. Hey, da sind so viele wichtige dabei, sage ich mal. Wenn du heutzutage zum Beispiel an die Events kommen willst, kommst du um den... Ich nenne jetzt mal Void Glitch. Nicht vorbei. Zum Beispiel. Das stimmt. Oh, scheiße. Hallo. Hier drin kann man sich leicht verlaufen. Ja. 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 Was hab ich mich damals verlaufen in dieser Scheißhöhle? Hornattacke. Nice. Absorber. Mhm. Aber Lucky, das geht doch nicht. Okay, das zieht halt wirklich wenig ab. Scheiße. Dass es nicht sehr effektiv ist, war klar, aber so wenig. Na dann. Schon besser. Oh yeah. Knopfenser? Go, Wurmi. Go, Wurmi. Go, Wurmi. Mhm. Oh, es ist verwirrt. Sehr, sehr gut. Hier sind sie ja wirklich Fragezeichen. Lieblingsgift-Poke? Ja, ah, echt? Es ist lustig. Ja, Satzenia ist ganz cool und so. Also als Lieblings-Pokémon habe ich es nicht. Oder halt Lieblingstyp-Poke hier, Gift so. Hm. Wie kommt man hier bloß wieder heraus? Irgendwie. Es ist super süß. Okay. Ja, es ist lustig. Ich mag's ja auch. Ist doch ganz witzig. Knopfenser. Bist du auch auf Forschungsreise? Irgendwie sowas vielleicht? Ja, geht mir auch so, Link. Das ist eher so Gen 2 gehört eigentlich, wegen Knopfenser-Turm und weil irgendwie Knopfenser da ziemlich präsent ist. Geht mir auch so, aber dem ist halt tatsächlich nicht so. Okay, noch ein Radfahrt, easy. Zubat. Ja, da darf Dark ran. Let's go. Immer wenn es um Zubat geht, kommt Dark raus. Mit Donnerschock. Ist immer noch ihr einziger Angriff. Hm. Schwierig. Ja, so geht es auch nicht. So ein Mist verloren. Ist euch aufgefallen, dass die Trainer hier eigentlich einfach nur ihren Kategorien benannt werden und gar keine Namen tragen? Oh Gott. Upsi. Also das sollte ich wirklich mal umselekten. Das geht hier noch nicht, ne? Doch? Doch. Perfekt. Hä? Achso, nochmal Select. Okay, Moment. Wusstest du das nicht? Was wusste ich denn wieder nicht? So.
Danke. Ob du jetzt angreifen kannst, Lucky! Mano! Dass die Trainer hier noch keine Namen haben. Ja, hatte ich jetzt auf jeden Fall nicht im Kopf. Das natürlich nicht. Nein. Darauf habe ich nie geguckt. Wie gesagt, gelb. Einmal gespielt. Vor 15 Jahren oder so eine Scheiße. Als ob ich das noch gewusst habe, tatsächlich. Ich bin mich mit Gen 1 sonst nicht wirklich großartig beschäftigt, so. Das wusste ich mit dem Namen nicht. Ist interessant auf jeden Fall, ne? Dass sie nur noch die Kategorien haben, so. Hey, Ruckzuckieb! Ja. Finde ich übel interessant, was hier alles so... Was direkt schon in Gen 2... Wie viele Verbesserungen und Änderungen es direkt schon in Gen 2 gab, ne? Das ist mega interessant einfach. So, dass du im Vergleich gerade einfach so zu sehen dann auch. Das ist krass. Deswegen Gen 2 ist so viel mehr besser gealtert, Alter. Was ist da los, ey? Was ist denn das? Oh. Und Faceset. Ja, das stimmt wohl. Hä? Ich soll was? Mich selber angreifen? Okay. Ja, ach, Lucky. Oh nein. Aber Lucky, du hast nur noch 7 KP. Ich bin jetzt schnell. Oh, das bist du. Was? Wo drückt die? Die drückt an den Ohren so. Nee, du, ich bin kein Cappy-Mensch. Ich muss das nächste Mal, glaube ich, wieder meine Nachtara-Gesülse aufsetzen. Aber süß ist sie trotzdem. Oder liegt es an den Kopfhörern gleichzeitig? Ich meine, ist auch so eine Sache, ne? Ich drücke es deshalb so gleichzeitig noch. Das ist so eine Sache. Okay, Lucky ist schon mal ein bisschen im Arsch. Wie halt auch alles in einer Tasche. Das ist so scheiße. Oh, weh. Ja, boah. Soll ich jetzt echt nochmal raus oder soll ich Lucky einfach Lucky sein lassen? Ja gut. Ja. Passt schon. Hilfe, Überfall. Ach, du bist ja nur ein Kind. Was, Hilfe? Überfall? Ja, ich überfall dich. Wanderer möchte kämpfen. Es ist ja fantastisch. Warum habe ich Dark an erste... Warum habe ich das getan? Dark! So geht das nicht. Warte, ich will was wissen. Ah, okay. Konfusion. Volltreffer. Weil ich dir helfen will, aber das ist schwierig gegen Kleinstein. Und noch eins, natürlich. Rex Ü. Ich weiß, dass du nichts kannst, aber wir brauchen ein bisschen hier... Wie sieht das denn aus? Was ist das denn? Das ist ein bisschen wie so ein Hamster. Oder so. Das, was ist das denn? Das ist irgendwie süß. Dass sich hier das böse Team Schocket herunter... Oh ja, ich glaube... Ja, ich glaube, das ist ja... Das stimmt, glaube ich. Das Klingel... Ich glaube, ja. Klingelblatt. Uff. Okay. Ich glaube, ich schaff's nicht wirklich durch den Berg.
Mal überlegen. Jetzt ist es erstmal Level 12, hä? Aha. Oha. Ja. Ja. Schockiert. Ja, nochmal. Nochmal. Rexy ist tatsächlich hilfreich. Das war's auch schon wieder damit. Lustig. Praktisch. Vor allem ist jetzt hier nur Kreideschrei an. Was ist das? Das ist tatsächlich Hilfe. Was soll das denn heißen? Ja, weil Rex ja sonst nichts eigentlich ausrichten kann im Moment. Total überrumpelt. Hallo. Hier ist ein kleines Spielplatz, die Leine kleiner. Ja. Ach ja. Okay, tschüss. Wir gehen mal wieder raus. Was ist denn hier? Servus. Moment, ist das richtig? Das kann doch nicht ändern. Ich weiß nicht. Hallo Zubat. Hallo Dark. Tschüss Zubat. Oder auch nicht. Tada! Moment. Hä? Ah ja, genau. Die Stelle. Und da ist auch schon Team Rocket. TM1! Das ist... Hä, ist das nicht Power Punch? Oder Mega Heap. Okay, oder das natürlich. Ja. Gab es Power Punch überhaupt schon? Gab es Power Punch? Meistens ist das TM1. Vor dem Mondberg trainiert wird man auf der... Auf... Was? Auf einen Sandern... Hoffen, weil es mehr XP gibt als andere Pokémon, die sich dort herum dran. Achso! Das andere gibt viele P, ne? Ich wollte eh raus jetzt hier. Muss eh wieder auch heilen und so. Warte, hä? Ich muss hier hin. Nein, muss ich nicht. Moment, was? Ich muss hier hin. Und tschüss. Diese Farben und alles. Alles so einfarbig, eintönig. Oh, schwierig. Heilen! Wir benötigen deine Pokémon. Das ist auch wenigstens verständlicher als ich nehme deine Pokémon in meine Obhut. Das habe ich als Kind nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was dieses Wort bedeutet. Wie soll man das auch als kleines Kind verstehen? Ist hier irgendwie sinnvoller geschrieben. So viele Farben, jetzt so viel eintönige Farben. Das ist alles so. Keine Pokémon mehr, doch. Alle weg, kaputt gemacht. Kann nicht mal mehr definieren, wo die Mütze drückt. Die drückt irgendwie schon hier hinter den Ohren oder so. Es ist, glaube ich, wirklich in Verbindung mit den Kopfhörern. Es geht halt irgendwie nicht. Ich habe die das nächste Mal nicht mehr auf. Auf Dauer ist das ouch. Einfach ouch. Mm-hmm.
Achso, was? Dusel? Dusel? Okay. Oh, okay. Volltreffer. Einfach mal Dark auf Level 100 hochrotzen. Das wäre heftig, glaube ich. Donnerschocks, Schmoxi, Schmoxi. Ja, ich trainiere hier ein bisschen. Das ist gerade ein bisschen cooler. Weiß nicht. Oh, Ruckzuckieb. Aua. Natürlich ist es ein Volltreffer, du Fickvieh. Mann. Weißt du was? Ja, ist richtig. Darf ich dann auch mal? Rex ist ausgewichen? Hä? Was? Was war das denn Unlogisches? Du wurdest getroffen. Anstatt Kratzer einzusetzen, weicht Rex aus. Was war das denn jetzt gerade? Was war das denn für ein Müll? Was? Was war das denn? Das ist so mega unlogisch. Was ist das denn? Ich kurz gleich. Ausgewichen steht für zurückgeschreckt. Das ergibt Sinn. Oh mein Gott. Ah ja. Das ist dämlich. Es kann nämlich pieksen. Please don't. Aber stimmt schon, es kann schnabbeln. Das ist schon ein Vorteil. Damals doch Schnabel, es wird für mich immer Schnabel bleiben. Piekser, Alter. So ein Blödsinn. Das war der Witz. Ja. Sehr effektiv. Paralysiert. Bald heißt Tackle-Schubser. Ich sehe es kommen, ja. Ich sehe es absolut kommen. Absolut furchtbar. Okay, du bist Level 12. Das ist schön. Ja, weiter geht's. Ja, komm, egal. Jetzt, wir gehen jetzt da durch. Was auch immer. Ich hab dein Essen von vorhin auch. Was? Echt? Wie jetzt? Hast du jetzt ein Big Tasty Bacon bei dir? Boah. Das ist ja dann geil. Zumindest zum Teil. Oh. Also Nuggets und Pommes? Auch geil. Guten Hunger, auf jeden Fall. Tech Lee. Tech Lee. Alter. Oh Mann. Du. Zubat. Zubat. Du bist jetzt platt. Das war's. Ich will nach Azuria City. Schneller. Ich geh jetzt da durch. Ich geh jetzt nach Azuria. Let's go. Kickli sind Geschwister. Oh Mann. Ja, ganz genau. Ja, richtig. Ja, richtig. Hat KP verloren. Wenn ich so runterguck, dann schaut euch nur noch Evoli an. Ist das nicht süß? Hallo. Evoi, Evoi. Mm-mm.
Zubat, Zubat. Pika! Fantastisch. Ab geht's, Azuchia City, hab ich gehört. Scheiße. Da ist ja... Ja, moin. Lucky, let's go. Wurde zweimal getroffen, das ist sehr schön. Ein bisschen Silberblick dies das. Ein bisschen Sandwirbel dies das. Ein bisschen Doppelkick. Ein Hühnchen, eine Pizza. Geil, ja, das war gut. Ha, schlug fehl. Hornattacke. Nein, ich hab's kommen sehen einfach. Jetzt aber. Tschüss. Ist ja Level 12. Hätte ich fangen können. Ja. Und weiter. Von den Liegeschwistern Luckily. Ganz genau. Oh oh. Alter, diese. Ein Paras, das den Schrei von Mewtwo hat. Und der Schock. Ja, das ist. Oh, lol. Cool. Hast du gut gemacht, ja. Wurmi, du bist dran. Confusionius Maximalus. Ist Paralysitius. Moment. Okay. Fange ich es mir? Verwirrt und paralysiert ist ja beste Leben. Ich habe keine Bälle, oder? Ha! Geil. Tschüss. Besieg dich doch einfach selbst. Danke. Wie gut. Und tschüss. Weiter. Jetzt sind wir hier. Genau, da ist Team Shocket Mocket. Geh Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Team Rocket Schmocket, wie die da aussehen, ist voll lustig. Perfekt zu dir nicht so gut durchgedachten Attacken, Statusattacken, die 100% Genauigkeit haben und von NPC eingesetzt werden, haben wir eine Genauigkeit von 75%, aber weil NPCs immer treffen, ist das denen mal komplett egal. Das kommt mir sogar bekannt vor. Eventuell habe ich das sogar schon gewusst. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Das ist ziemlich komisch. Das ist alles. Können wir uns darauf einigen, dass Game Freak einfach nicht coden kann? Bis zum heutigen Tage? Da ist sogar Dark so sehr entsetzt, dass sie besiegt wurde. Das war aber gewollt. Dark zu töten? Absolut nicht. Absolut nicht. Ach man, oh scheiße. Rexy, mach du mal was. Oh, die sind mit ich, Alter. Kratz es zu Tode. Das kann jetzt doch eine Weile dauern. Okay. Ein Superschall ist ja super. Ach so.
Wenn das mit den Attacken würde, meint das mit dem Nicht-Coden, dieses Wort im Mund verdrehen, das Dark muss leben. Okay. Das war aber gewollt mit dem Genauigkeit 75%, ist das. Das ist trotzdem dumm. Weil dann gibst du ihm nicht. Jetzt fasse ich wieder nicht auf! Nein, nein! Da, Gäfle kann trotzdem nicht coden. Ist mir egal. Das ist Fakt. Wenn Satoru Iwata damals schon eingreifen musste, um überhaupt Gold und Silber zu retten, Alter. Jetzt muss ich hier wieder raus. Ich bin zu schwach für den Mondberg. Ich hasse den Mondberg. Aua. Put, put. Wie es aussieht. Nein, okay. Wisst ihr was? Folgendes. Ich setz die Mütze gleich ab. Ich setz die jetzt ab. Die tut mir gerade zu sehr weh einfach. Lass mich nochmal zum Pokécenter gehen. Na, da heile ich nicht nur meinen Pokémon, sondern auch meinen Kopf. Ich halte es nicht mehr aus. Ey, boah, ey, lass mich durch jetzt, Geh sterben, Put, put. Muss da lang, ne? Vielleicht auch einfach mal nach Marmoria City zurück, weil Tränke und so ein Käse wäre vielleicht auch eine Geschichte. Weiß nicht. Erstmal Dings. Tschüss. Sind wir bald da? Nee, leider nicht, du. Oh, shit. Ich hab jetzt so auf. Hier. Wir müssen trainieren. Das ist ja voll doof. Besieg es jetzt endlich. Oh, hallo, Item. Ja, moin. Ein Mondstein. Ja, moin. Gut. 69. Felstunnel wird auch noch mal kacke. Felstunnel. Hey, cool, wir kommen durch. Ja, Mann. Geil. Okay, ja, bitte. Ja. Pikachu! Da bist du wieder. Dark muss stärker werden. Gut. Also kurz speichern, dies, das. Und sorry, ich brauche noch mal kurz eine Pause in meinen Kopf, Alter. Diese Cappy, sie bringt mich so hart um. Au. Pause und dann rushen wir wirklich durch den Mondberg.
Und dann machen wir einfach noch Azuhia City. Let's go. Komm, wir machen. Wir holen uns heute noch den zweiten Orden, okay? Dafür mache ich jetzt aber nochmal eine Pause. Okay? Okay. Gut. Pause again. Ja. Sorry. Ja. Bis später. Genieß die Pause. Bis gleich.